Hallo, heute ist das Thema Mittelkörperspannung Teil 2. Auch hier wieder vorweg bitte das Aufwärmen durchführen, denn nur mit einem aufgewärmten Körper können wir ideal die Mittelkörperspannung durchführen. Wir beginnen mit der Rückenlage. Auch im heutigen Training gilt wieder jede Übung, a 3 Sätze mit je 10 bis 15 Wiederholungen. Die Beine sind angewinkelt, der Rücken ist angespannt, Schulter und Kopf haben sich bereits vom Boden gelöst und nun langsames Aufrichten in die Sitzposition und wieder zurück. Die Hände dabei für diejenigen, die es noch nicht so gut können, gestreckt am Körper entlang führen, für die, die es schon besser können, die Hände in den Nacken. Die Bewegung langsam ausführen. Die nächste Übung. Ihr geht in die Rückenlage, die Arme sind seitwärts, Handflächen zeigen zum Boden, Beine senkrecht zur Decke. Und nun die Beine abwechselnd, geschlossen und gespannt, nach rechts und nach links bewegen. Die Füße dürfen nicht auf dem Boden abgelegt werden, sie sind immer in der Luft. Ihr seht, wie Hanna die Übung ausführt, wir sind immer in einer geraden Linie. Solltet ihr keinen Vergleich haben, macht ihr die Übung einfach an einer Schrankwand und dürft diese nicht berühren. Natürlich auch nicht die Beine auf die Nase runterfallen lassen, sondern immer senkrecht. Die nächste Übung kennt ihr alle. Wir gehen einfach in die Schiffchenposition. Die Arme sind dabei lang am Körper und wir halten das Schiffchen. Diese Übung 30 Sekunden halten und 3 Wiederholungen. Wir kommen zur nächsten Einheit zum Thema Mittelkörper. Wir gehen in die Liegestützposition. Achtet wieder dabei darauf, dass der Mittelkörper fest ist, der Bauch ist eingezogen, der Popo ist gespannt. Ihr drückt euch aus dem Schulterbereich, soweit es geht, nach oben. Die Füße in die Ristposition. Nun wird die Hüfte nach unten geführt, drückt euch aus dem Schulterbereich raus und wieder weit nach oben zurückdrücken. Diese Übung bitte langsam und sorgfältig ausführen, achtet auf euren Schulterbereich. Wir gehen in die Position rücklinks im Liegestütz. Die Beine sind gestreckt, auch hier wieder den Schulterbereich fest rausdrücken und die Hüfte geht auf und ab. Bitte immer die bestmögliche Position herausarbeiten, soweit es geht, nach oben gehen und wieder zurück. Das Ganze machen wir nun auch in der Seitlingsposition. Wir gehen Liegestütz seitlings. Der untere Arm stützt, der obere Arm wird auf der Hüfte abgelegt. Ihr dürft die Füße gerne versetzt auf den Boden setzen. Ihr dürft die Füße natürlich auch aufeinander legen. Wichtig ist, dass ihr nicht die Position verliert, nach vorne oder nach hinten ausweicht. Das Ganze einmal rechts durchführen und dann natürlich auch wieder links. Denkt daran, jede Übung mit voller Spannung. 3 Sätze, a 10 bis 15 Wiederholungen. Wir gehen in die Bauchlage. In der Bauchlage fangen wir damit an, dass wir uns erstmal so weit es geht strecken. Zieht die Arme lang, zieht die Füße lang, baut die Spannung auf, Fersen zusammendrücken, Popo zusammenzwicken, Arme eng an den Kopf ziehen. Nun bewegen sich Oberkörper und Arme nach oben und wir heben aktiv den Oberkörper. Das Ganze auch wieder 3 Sätze, a 10 bis 15 Wiederholungen. In der nächsten Variante bleiben wir in dieser gespannten Position, kontrollieren nochmal, dass wir langgezogen sind und gespannt sind und heben nun die Beine ab. Achtet darauf, dass nicht die Knie gebeugt werden und auch nicht nur die Füße sich bewegen, sondern dass das gesamte Bein von der Hüfte weg nach oben gehoben wird. Wir kommen schon zur letzten Übung. In dieser Übung kombinieren wir beide Varianten. Es werden gleichzeitig Arme und Oberkörper und die Beine angehoben. Auch hier wieder 3 Sätze, a 10 bis 15 Wiederholungen. Danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns bei der nächsten Einheit.